Und damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. So, heute mal als Sturmtruppler hier unterwegs. Wir nehmen den Berg ein hier. Den Berg, auf dem sich Luke Skywalker befindet. Und jetzt hat er keine Chance mehr. Diesmal nicht mit Rey das Laserschwert übergeben, sondern diesmal mit Sturmtrupplern hier, dem Feuertruppler. Okay, ist gar nicht der Feuertruppler. Nee, ist ein Schneesoldat. Das ist der Feuertruppler. Ja, bam. Den haben wir uns geholt. Und den Schneetruppler hier. Natürlich schön weiter Stats einsammeln. So, Admiral Akbar kann da durch. Dunkle Seite. Das ist wohl ein Teil, was wir im freien Modus freischalten sollten. Also... nice. Haben wir schon das erste geschafft und den roten Stein geholt. Sieht doch schon mal gut aus. So, Anakin kann darüber springen. So, ich habe auch zum Anlass des letzten Parts mal ein paar rote Steine freigeschaltet. Hier, zum Beispiel das hier. Sieht so wunderschön hier. Den Feenstab als Laserschwert. So cool. Ja, da gibt es einen roten Stein, der die Laserschwerter mit lustigen Sachen ersetzt. Wie zum Beispiel diesem Schläger hier, dem Tennisschläger. Den wollen wir auch noch rüber haben. Und dann machen wir das mal so. Nein, wir hätten es auch runterschießen können, aber was soll's. So, dann schieß mal hier. Na, so geht's auch. Weg da, weg da, weg da, Kollege. Oha. So, jetzt hätte er auch rüberkommen können. So, ich denke, das wird der letzte Part sein. Das ist jetzt hier auch das letzte Level, was wir im freien Spielmodus spielen. Danach haben wir es, denke ich, zumindest... im freien Spielmodus gespielt. 100% war nicht geschafft, aber ja. Was soll's? Chewbacca darf das mal hier ziehen. So, dann verabschieden wir uns heute von den ganzen Charakteren hier. Von Chewbacca, von Han Solo, von BB-8, von Rey und Finn. Und ich würde mal sagen, am Ende dieses Parts gibt es dann die Credits und das Fazit, wie es gefallen hat. Mein Fazit zum Spiel und was die Schwächen und Stärken des Projekts waren. Hier schon wieder den Feenstab. Auf jeden Fall. Gibt auch noch so einen roten Stein, der das ermöglicht, dass irgendwie Explosionen irgendwie kommen, wenn man was zerstört, solche. Und hier Geschenkknirkel, hier irgendwie Überraschungstüten, Zeugs. Kannst eigentlich loslassen, Chewie. So, wir brauchen das da oben noch. Einmal da oben aufbauen. Zack, 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 zack. So. Sturmtruppler. 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 Sie muss aber mal jetzt mal hier rüber. Einmal den Stab da dran. Weil eigentlich wird das ja auch mit Rey gespielt. Dankeschön. So. Und das hier dann mal runterschubsen. Bitte nicht runterspringen, Rey. Bitte nicht runterspringen. Bitte da oben warten.
Wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. So. Und da können wir hier auch einen Weg aufbauen, damit der zweite nachkommen kann. Ja, jetzt kannst du auch von hier aus runterspringen. Da haben wir jetzt den Weg. Zack. Na komm, zack, zack, zack. Tschui, spring ein bisschen. Hier brauchen wir den kleinen. Auf geht's. Auf die. Haben wir jetzt die Steinbucht gefunden. Okay, das war ein weiteres Teil, was wir im freien Spielmodus machen mussten. Konnten wir im Hauptquest noch nicht. Weil wir da noch keinen kleinen Charakter hatten. Links. Zurück zu den Sturmtrupplern. Die müssen mal hier schießen. Na, okay, oder halt eine Granate drauf werfen. Das passt auch. Bomben passen immer. Passt. So. Da brauchen wir wieder Chewie. Na toll, von mir aus. Irgendwann sind wir dann, glaube ich, nur noch alleine. Und gab es dann, glaube ich, einen Teil, wo wir dann nur noch einen Charakter haben. Hier haben wir noch was frei zu zaubern. Mit der Macht. Mit der Macht. Oh, ein Eiszapf als Laserschwert. Auch gut. So. Hol mal her das Teil. Ich sagte, hol mal her das Teil. Zieh. Zieh. So. Was haben wir da? Nun ein paar Satz. Okay. Wieder der Zauberstab. Ich mag diesen roten Stein so. Auch nach Lego-Humor hier. Alles neu machen. So, wann bekommen wir denn mal die Explosion zu sehen? Hier, das sind diese. Da knallt so ein bisschen bunt. So Geburtstags. Roter Stein. Bunt und lustig. Kann er das? Ja, er kann das. Das ist gut. Anakin Skywalker kann da lang klettern. So, und jetzt mal hoch. Oha, nicht runterfallen. Das wäre tragisch hier am Ende. Des letzten Parts noch sterben. Das wollen wir nicht. So. Und dann mal weiter. Hier brauchen wir nochmal Chewie. Da müssen wir ihn zu uns holen. Ich mit meinem Feenstab. So, ja. Was freigeschaltet. Akbar, da brauchen wir dich. General Akbar. Admiral Akbar. Habe ich falsch gesprochen. So. Da habt ihr es gehört. Macht es immer so ein bisschen Silvesterknallermäßig. So. Da muss man hier der Chewie mal aktivieren. Und dann kam, glaube ich, diese Szene, wo wir allein Fuß setzen müssen. Ach ja, die Schüsse hier. Die machen so ein bisschen, wenn sie was treffen hier, machen auch so hier Geburtstagsschleifchen. Habt ihr das gesehen? Immer als Way hier hochspringen, die kann das besser. Ja, piu. Jetzt hängt das Spiel. Jetzt hat das Spiel. Ich mach nix. Na toll, das Spiel hängt. Das ist ja spitze hier. Nochmal ein Bug hier am Ende. Da hilft nur noch ein Neustart. Was soll es? Wird Zeit, dass das Projekt beendet wird. Habt ihr hier wieder gerade gesehen? Wieder ein Bug hier zwischendurch. So ein Mist aber auch. So, wir sehen uns gleich wieder. Spul mal vor bis zu dem Punkt, wo wir gerade waren.
So, da sind wir wieder. Kommen wir vielleicht gerade mal weiter. So, okay. Ja, das schwächt das ganze Bild jetzt natürlich noch ein bisschen ab. Das tut mir leid, aber schwächt das Spielbild dann leider ab. Dass hier dann nochmal ein Bug kommt. Ich weiß nicht, wie es zu diesen Bugs kommen kann. Also, ich kann es mir so erklären, dass dann hier... Hier schon wieder. Ich mache nichts, Mann. Ich vermute auch, dass das eher nur an meinem Spiel liegt, also an meiner Ausgabe von dem, von dieser Version Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ich glaube nicht, dass das bei allen so ist. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr dieses Spiel auch besitzt und das auf dem 3DS gespielt habt und auch bei euch solche Fehler aufgetreten sind. Das ist jetzt nicht das erste Level, das war schon bei einem anderen Level so, dass wir das nicht beenden konnten. Aber scheinbar mag das Level mich nicht und das Level mag mich nicht beenden lassen und ja, dann kann ich mich nicht gegen das Spiel behaupten. Also, wenn das Spiel mich nicht das letzte Level beenden lassen will, dann meine Güte. Keine Macht im User. Da kann ich dem nicht. Ja, da kann ich dem nicht entgegenwirken. Ich kann hier nochmal den Sturmtruppler in den Tiger setzen und mal hier ein bisschen rumrasen. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal zu den Credits. Ich kann mir das nur so vorstellen, ich kann mir das nur so erklären, dass das Spiel halt irgendwie mit dem freien Spielmodus nicht zurechtkommt. Weil im Hauptstory-Modus kam, ich glaube, da kamen solche Fehler nicht, da ging alles glatt, also... Ich denke, das wird mit dem freien Spielmodus zusammenhängen, dass das Spiel halt sich denkt, irgendwie, ja, wir sind noch im Hauptmodus und irgendwie, ja, das Hauptspiel nur akzeptiert und da halt nicht damit zurechtkommt, dass halt ein Sturmtruppler halt an der Stelle von Rey steht und ein anderer Charakter an der Stelle von Chewbacca steht. Das ist halt irgendwie, ja, und das ist halt meint, Figur A und B müsste an dieser Stelle stehen und das halt auch in dem anderen Level mit meinem Charakter und mit meinem selbstgebastelten Charakter nichts anfangen konnte. Naja, was soll's? Wird Zeit, dass wir das Projekt beenden. Die Sachen können wir uns auch nicht leisten. Wir haben zu wenig goldene Steine dafür. Was soll's? Es ist so chaotisch jetzt hier mit diesen Bugs und Glitches und mit meinem... Mit meinem wenigen Skill und dass ich das nicht hinkriege, die goldenen Steine zu schaffen, gehen wir einfach mal über zu den Credits. Und ja, ich habe euch ein paar rote Steine gezeigt, ich habe euch Charaktere gezeigt, ich habe euch hier die Sturmtruppler, hier den Flammentruppler gezeigt, den Schneetruppler habt ihr noch gesehen. Dann ist auch mal gut, das ist, ihr habt selbst gesehen, das Spiel mag mich irgendwie nicht das beenden lassen. Wäre auch nicht mehr viel gewesen, also. Ja, zu den Credits. Wir hätten da alles freigeschaltet gehabt. Also noch einen Schatzgegenstand hätte ich finden müssen. Aber ansonsten, ja, dann sehen wir mal dieses Let's Play als beendet an. Die Credits. Hier seht ihr die Leute, die daran schuld sind. An dem Desaster hier. Junge, und ich komme zum Fazit. Ja. Fangen wir erstmal mit den positiven Eigenschaften dieses Spiels an. Es gab einige Neuerungen in diesem Spiel, die vorher noch nicht da waren. Zum Beispiel das mehrfache Aufbauen von Sachen, dass man zum Beispiel Gegenstände an verschiedenen Orten aufbauen kann. Man kann zum Beispiel eine Sache in drei Versionen aufbauen, wie es ihr hier im letzten Level auch mal ein bisschen gesehen habt. Man kann hier dieses Teil zum Ziehen aufbauen und dann hier einen Beschwerer, damit der Stein runterkommen kann, aufbauen. Eine verschiedene Variationen, die halt vorher nicht möglich war. So, also ein sehr guter neuer Aspekt, den ich auch gerne in
kommenden Lego-Spielen sehen möchte. Das hat das Spiel um einiges spannender gemacht. Die Story war wie immer bei Lego-Spielen Wunderbärchen, Pupärchen. Also kann ich mich wirklich nicht drüber beschweren. Das ist, ja, richtig beschweren kann ich da normalerweise eher weniger. Es ist wirklich, die Story ist gut gelungen, ist in Lego-Humor an den Film Lego Star Wars 7 angelehnt. Für die Leute, die Lego Star Wars 7, den Spielfilm, kennen, die fühlen sich auch hier zu Hause. Die fühlen sich auch hier zu Hause. Das ist dann, ja, ganz schön für Star Wars Fans. Allgemein wundervolle Musik, Soundhinterlegung, gute Grafik, gute Bildqualität. Weitestgehend sehr, sehr gut, auch im Spielspaß. Also der Hauptspielmodus war sonderbar gut. Also auch das eigene Charakter erstellen hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt es ja selbst gesehen. War sehr spaßig. Hat mir Freude bereitet, dieses Let's Play-Projekt, wenn ich jetzt mal die paar Punkte jetzt rauslasse hier mit dem freien Spielmodus. Dann habe ich doch ein sehr gutes Bild von diesem Projekt bekommen. Also das Projekt hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich muss sagen, ja, gerne wieder eines Tages. Vielleicht mal auf einer anderen Konsole, auf der Wii U, falls es die da noch gibt. Oder auf der Switch, vielleicht kommt mal ein, hier, ein Lego Star Wars 8 oder 9 auf der Switch raus. Dann habe ich sie vielleicht schon und dann kann man es mal spielen. Dann vielleicht mit weniger Bugs und Glitches. Da wären wir dann auch schon bei den schlechten Punkten. Das sind halt diese Bugs. Ich weiß nicht, ob es dann halt wirklich, schreibt es mir halt in die Kommentare, ob es nur an meinem Spiel liegt oder ob es halt bei anderen auch verbuggt ist. Es ist dann halt auch schade, wenn das Ganze halt ein bisschen abgeschwächt wird von diesen Bugs. Es ist dann halt schade, wenn man ein Level nicht beenden kann, weil es das Spiel einem nicht erlaubt. Ja. Ich fand es an einigen Stellen auch ein bisschen schwer für Anfänger. Also ich bin ja ein Anfänger, ich muss mich wirklich als Anfänger betiteln lassen. Dass ich dann halt auch nicht alle goldenen Steine hinbekommen habe. Und ja, ihr habt es gesehen, 100% Let's Play ist es nicht geworden, weil mein Skill nicht gereicht hat. Und das zieht dann doch ein bisschen runter. Also auch dort muss ich leider ein Punktabzug geben. Ja, ich weiß, es ist eigentlich kein Punktabzug, weil Schwierigkeitsgrad in Ordnung eigentlich. Es darf ruhig ein bisschen schwerer sein, aber ein bisschen Hilfe hätte ich mir dann doch erwartet vom Spiel, dass mir dann zum Beispiel Hinweise gibt, wo ich die goldenen Steine kriege. Ja, fand es ein bisschen schade. Bisher Lego-Spiele waren ganz in Ordnung, also ich kenne mich ja aus in Lego-Spielen, ich bin da jetzt nicht neu drin, also Lego Jurassic World, Lego Jurassic Park da, oder Lego der Hobbit, Lego Herr der Ringe oder sowas, habe ich ja schon relativ gut goldene Steine bekommen und Minikits. Eigentlich bin ich ja nicht so schlecht in solche Sachen sammeln und freischalten. Aber hier war es halt irgendwie ein bisschen eine Stufe zu hoch für mich und das muss bei mir leider auch als schlechter Punkt abgehakt werden. So, und allgemein eine Wertung muss ich vergeben. Ich habe mich mal für dieses Spiel eine Wertung von 92, na komm, ich mache es zu einer 93%. Ich war so auf der Kippe. 92, 93, eine 93, machen wir eine 93,0 draus, hack ich direkt ab, 93,0 für dieses Let's Play als Wertung. Die Gründe habt ihr gehört, aufgebröselt nach Punkten, nach Grafik, nach
Bildqualität, nach Spielspaß und so weiter. Habe ich jetzt ordentlich bekundet. Ja, das Spiel hat allgemein sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Freude gehabt, das Spiel zu spielen. Nächstes Mal nicht als 100% Let's Play. Nächstes Mal nur den Story Mode. Habe ich gelernt, habe ich daraus gelernt. Das nächste Lego-Spiel wird nicht 100% gespielt. Das war jetzt vorerst mal das letzte 100% Lego Let's Play. Naja, Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag und bevor ich jetzt noch viel Scheiße drum rumlaber. Bevor ich Scheiße drum rumlaber, zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus. Mor? Haut, Renne. Bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Adios.